Moin und herzlich willkommen zur 453. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 22. Januar 2013. Und heute ist tatsächlich Dienstag, der 22. Januar. Ha, was für eine Freude, Glück braucht der Mensch. Sie glauben gar nicht, wie häufig ich das Datum immer errate und dann zwischendurch, während ich spreche, gucke ich dann irgendwie so mit der anderen Hand auf dem anderen Monitor nach, was für ein Datum ist. Und in der Regel liege ich falsch. Heute das richtige Datum. Silber plus 0,7%. Gold in Dollar und Euro weitestgehend unverändert. Silber in Euro plus 0,6%. UUP weitestgehend unverändert. Und GDX ETF des HOIs plus 1,6%. Auf GDX schauen wir heute nicht. Wir schauen auf Silber, wir schauen auf Gold, wir schauen auf Crude, wir schauen auf Kupfer und wir schauen auf Natural Gas. GDX kann ich Ihnen sagen, die Woche sieht immer noch ziemlich schwach aus. Die K&D-Linie im Wochenchart umeinander geschlungen. Schauen wir uns morgen auf jeden Fall nochmal an. Die 1,5% müssen nochmal durch weitere Bewegungen zunächst einmal bestätigt werden. SLV, weltweit größte ETF auf Silber, bullish. Die Bullen schaffen es heute, die 50-Tage-Linie auf der Oberseite zu erobern. Man muss sich aber auch klar machen, jetzt in den letzten beiden Tagen haben wir jeweils höhere Hochs, höhere Tiefs, aber das Volumen geht zurück. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Man muss sich das vergegenwärtigen. Das heißt aber nicht, dass man hier bärisch werden sollte. Wir haben hier eine K&D-Linie, die sind umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke. Hier kriegen wir keine Unterstützung vom Momentum. Wir schauen uns das gleich im Tag beim Spotmarkt an. Da werden Sie sehen, dass das Momentum nach oben zeigt. Im 4-Stunden-Chart sind wir hier über diese doppelte Widerstandszone 32,13, 32,22 drüber gegangen, haben drüber geschossen. Wir hatten zuletzt miteinander über diese horizontale ehemalige Unterstützung und Widerstandslinie gesprochen. Zuletzt waren wir mehrfach mit dieser Marke beschäftigt. Wir gehen drüber, aber wir haben immer noch diese trendbegrenzende Linie vor uns. Die Bullen müssen es schaffen, hier nachhaltig drüber zu gehen. Wichtig ist, wir sind hier in einem Keil. Wichtig ist aber auch, dass die K&D-Linie hier jetzt nicht so richtig einsehen, deutlich nach unten zu kommen, obgleich wir hier anfangen, eine bärische Divergenz zu bilden. Wichtig ist, enge Kanäle sind extrem bullisch und können sehr lange hier in diesem Kanal laufen. Auch enge bärische Keilformationen können lange hier drin bleiben. Bitte machen Sie sich das auf jeden Fall klar. Wenn man sich das Ganze über den Tageschart anschaut, schauen Sie sich das an. K&D-Linie umeinander geschlungen. Momentum zeigt nach oben. Bei geschlossener Comex gehen die Bullen über die 50-Tage-Linie. Heute versuchen die Bären bei geöffneter Comex unter die 50-Tage-Linie drunter zu gehen. Nein, die Bullen kommen rein, kaufen die 31,80. Über diese Marke hatten wir miteinander gesprochen. Und jetzt haben wir es aber noch nicht geschafft. Per Tagesschlusskurs die 32,33. Darüber hatten wir auch miteinander gesprochen. Hier also Widerstand gewesen, Unterstützung gewesen, hier Kurzunterstützung, abverkauft, dann versuchen die Bullen 2 Tage lang nochmal reinzukommen. Nee, wird dann wieder abverkauft und da sind wir gerade dran. Also zusätzlich bullisch hier in den Markt rein, kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Nicht nur wegen der 100-Tage-Linie, das eher untergeordnet wichtig ist, 32,45 ist aktuell die 20-Wochen-Linie und sie haben hier schon einen ausgeprägten bullischen Move hinter sich. Wir haben ja mehrfach schon miteinander darüber gesprochen. 30, interessante Zone für Positionstrader. Da galt es, vorsichtig optimistisch zu sein, kleine Positionen reinzutun und zu gucken, was der Markt macht. Hier im Bereich der 50-Tage-Linie Teilgewinne realisieren, auf jeden Fall nicht mehr zulassen, dass man im Minus ausgestoppt wird. Und jetzt gilt es einfach, sich die Hände in die Tasche zu stecken und sagen, lauf, Forrest. Lauf und einfach mal die Bullen machen lassen und jetzt nicht anfangen, in diesem Trade rumzufuchteln, sondern den Markt diese Entscheidung treffen lassen wollen, ob er über die 20-Wochen-Linie drüber gehen will, ob er an die 33er-Marke und möglicherweise noch weiter nach oben laufen möchte. Damit das passiert, braucht man ein bisschen Glück, selbstverständlich, weil diese Bewegung schon ausgedehnt ist. Aber das Entscheidende ist, dieses Glück ist systematisches Glück, was Sie sich erarbeiten können. Kann ich Ihnen zeigen, zum Beispiel bei Seagate. Seagate ist eine der Aktien von unseren Formationen des Tages. Einfach mal zackatumhafte 15,4% in einer Bewegung. Und das kann man ertraden. Wohlgemerkt, das ist ein Swing. Das ist kein Positionstrade und das ist auch kein Investment-Trade. Das ist ein Swing-Trade. Was Sie auf der Long-Seite innerhalb von 8 Handelstagen ungehebelt 15% ertraden konnten. 2 Fails ohne ist das ein Ausnahmetrade. Aber Ausnahmetrades gehören zur Regel, wenn Sie Swing-Trading betreiben. Das funktioniert aber nur, wenn Sie in der Lage sind, Ihren Trigger zu berechnen, Ihr Stop-Loss zu platzieren, zu gucken, wie Ihr Chancen-Risiko-Verhältnis, Ihre Position immer wieder zu managen, aber auch die mentale Stärke und das entsprechende Instrument besitzen, diese Position weiterlaufen zu lassen. Wenn Sie
diese Art des Tradings erlernen wollen, sind Sie herzlich eingeladen, uns Formationstrader zu kontaktieren und wir werden Sie gerne darüber informieren, wie unser Mentorprogramm aussieht. Wichtig ist mir, dass wir so etwas nicht alltäglich traden. Ich will Sie nicht mit 15% locken und sagen, wenn Sie unser Mentorprogramm besuchen, dann traden Sie jeden Tag 15%. Das ist kompletter Humbug und das ist auch nicht das Ziel eines Traders. Das Ziel eines Traders kann nur sein, immer wieder sauber zu traden. Und wir schlagen jetzt die Brücke eigentlich von Silber. Und Sie sehen hier, als ich die Position eröffnet habe, habe ich mir nicht mal Gedanken gemacht, dass da 15% möglich sind. Aber ist theoretisch möglich, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Und deswegen, wenn Sie eine Position bei Silber haben, wer weiß, was als nächstes passiert. Sichern Sie sich ab, sorgen Sie dafür, dass Sie nicht mehr ins Minus laufen können. Vielleicht haben Sie, wenn Sie noch nicht Teilgewinne realisiert haben, vielleicht realisieren Sie Teilgewinne. Und jetzt lassen Sie die Position einfach mal in Ruhe für Sie arbeiten. Das Risiko ist gerade auf Ihrer Seite. Wenn man sich Gold anschaut, wir hatten miteinander besprochen, dass wenn Gold über den Stundenchart es schafft, hier diese trendbegrenzte Linie bullisch aufzulösen, dass wir dann an die 1700er Marke und an die obere Begrenzung dieser Trendlinie an die 1705 laufen sollten. Wir laufen aber nur bis zu einem Tageshoch an die 1697. Jawohl, bedeutet, wir verpassen das Ziel um 3 Dollar respektive um 8 Dollar, schaffen es nicht mehr ganz an diese obere Begrenzung ranzulaufen. Aber wir haben jetzt diese Dreiecksformation bullisch aufgelöst. Wir haben jetzt Unterstützung, doppelte Unterstützung durch die Zone 1688 und 1685. Wenn der Markt hier doch noch bärisch durchgehen möchte, weil wir hier gerade angefangen haben, eine bärische Kaltformation zu generieren und diese Trendlinie bricht, dann haben wir Potenzial, eine bärische Bewegung zu machen. Darüber muss man sich aber im Klaren sein, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass wir bis hier unten hinlaufen werden. Auf diesem potenziellen Weg nach unten mit der gebrochenen Trendlinie wartet hier die 20-Tage-Linie im Bereich der 1670 und wir haben auch noch eine horizontale 1678. Ja, der Markt kann die brechen, aber vom Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn man sich noch anschaut, dass hier die K&D-Linie gerade anfangen, sich umeinander zu schlingen, dass das Momentum nach oben zeigt, schwierig. Also, okay, über die Stunde haben wir hier eine potenzielle Doppeltop-Formation, Nackenlinie, das sind aber auch nur 13, 14 Dollar, was sie hier Potenzial hätten auf dem Weg nach unten. Wie gesagt, Showdown zwischen der 50 und der 20-Tage-Linie, die eine fällt, die andere steigt. Aktuell bearbeiten wir mehr die 50-Tage-Linie, als dass wir die 20-Tage-Linie beackern, aber auch oberhalb der 50-Tage-Linie schwierig. Wir haben die trendbegrenzende Linie des Keils, wir haben darüber noch diese Trendlinie im Bereich der 17-10 und wir brauchen Volumen. Es muss Volumen in den Markt kommen, die Bullen müssen kommen, die müssen den Markt jetzt richtig mit Karacho kaufen, diese Widerstände aus dem Weg räumen und dann kann man sagen, jawohl, wir haben übergeordnetes Potenzial. Dann sogar hier durchaus an die 1800er Marke. Hier enge Trading Range. Für Swing Trader nicht viel zu holen. Auch über die kleinere Zeit, also über die Stunde, schwierig etwas zu traden, weil sie hier dazwischen immer wieder Unterstützungszonen haben. Ähnlich wie bei Silber, wenn sie Bulle sind. Aktuell arbeitet das Risiko für sie, wenn sie es geschafft haben, Teilgewinne zu realisieren und dafür gesorgt haben, dass sie nicht mehr im Minus ausgestoppt werden. Sie können aktuell hier nur noch gewinnen. Natural Gas macht heute ein deutlich tieferes Tief. Und auch ein tieferes Hoch. Wir haben jetzt, fangen wir so langsam an, die K&D-Linie umeinander zu schlingen. Wir testen die 200-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie, aber die Bullen kommen zurück und verteidigen beide Linien. Jetzt müssen wir abwarten, ob wir in etwas zu groß geratene, wenn man sich die Kerzen anschaut, High-Base-Formation machen oder nicht. Wenn man sich die Woche anschaut, sehr interessante Konstellation in meinem Dafürhalten, schauen Sie sich das an. Die Doji-Kerze von diesem Tag befindet sich zwischen der 50- und der 20-Tage-Linie. Also, entweder schaffen es die Bullen hier über die 20-Tage-Linie drüber zu gehen, dann haben wir weiteres Potenzial. Oder die Bären möchten noch einmal hier ein Retracement machen. Mit dieser Tweezer-Bottom-Formation, mit dem Hammer, mit der Bestätigung ist übergeordnetes Potenzial, dass diese Bewegung noch einmal nach oben durchgeführt werden kann, falls noch einmal ein Retracement durchgeführt
werden. Sollte hier ähnlicher Schnack Teilgewinne realisieren, haben wir miteinander besprochen. Positionstrader setzen ihr Stop auf Break-Even und gucken, was als nächstes passiert. Zum Thema: werfen Sie Ihre Position nicht weg. Crude Oil. Also, wir haben hier großen Widerstand, 95, 85. Wir haben miteinander darüber gesprochen, dass hier auch noch die 200-Wochen-Linie nicht sehr weit weg ist. Aber schauen Sie sich das an, die K&D-Linie, die sind umeinander geschlungen. Das ist bullish, auch wenn hier das Momentum nach unten zeigt, während wir nach oben laufen. Einfach mal den Markt weiterlaufen lassen, Stop-Loss anpassen und gucken, was der Markt kann. Möglicherweise kann er sogar die 98. Man weiß es nicht. Es ist ein Trugschluss, wenn Sie glauben, dass man mit der Charttechnik immer weiß, was als nächstes passiert. Sie können nur Wahrscheinlichkeiten abbilden. Und wenn Sie die Wahrscheinlichkeit abgebildet haben und in der Position sind, dann gilt es, Money Management und Positionsmanagement zu betreiben. Kupfer, jetzt wollte ich Ihnen eigentlich erst den Tageschart zeigen und dann in den Wochenchart zeigen, macht nichts, ist jetzt so. Also, Dreieck, obere Begrenzung im Bereich der 3,76 in etwa. Schauen Sie sich an, wie die gleitenden Durchschnitte wieder zusammengekommen sind. Also, hier auseinandergelaufen und jetzt laufen sie immer weiter zusammen. Und je mehr sie zusammenkommen, desto dynamischer wird die anschließende Bewegung. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Großes Dreieck, kleines Dreieck, und deswegen stehe ich auch ganz entspannt an der Seitenlinie und gucke mir hier dieses Treiben an und gucke mir diesen Kanal an und gucke mir dieses Dreieck an und denke mir, okay, wenn das große Dreieck bullisch oder bärisch aufgelöst werden sollte, dann bin ich auf jeden Fall dabei. So lange sollen die doch mal ohne mich spielen. Wenn es richtig dynamisch wird, dann bin ich gerne wieder mit von der Partie. Insofern Kupfer, was man etwas übergeordnet auf jeden Fall auf Watch haben muss. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie besten Dank, dass Sie unsere Videos so tüchtig in letzter Zeit bewerten. Machen Sie einfach mal einen Tag Pause. Lassen Sie es mit dem Klicken. Es war wirklich sehr nett. Am gestrigen Tage und auch am Wochenende bin ich Ihnen wirklich extrem dankbar. Ihr Depot wird Ihnen extrem dankbar sein, wenn Sie konsequent traden. Wenn Sie eine Position eröffnen, einen Stop-Loss platzieren und konsequent an Ihrem Stop-Loss festhalten. Bitte! Traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Und weil es so schön war, lassen Sie mich Ihnen sagen, heute ist Dienstag, der 22. Januar 2013. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.